Die News der Woche 42, 2023. Dicke bei ist zu Ende. 6 Stunden hinter verschlossenen Türen. 7 Stunden hinter verschlossene Türen schauen von großen Firmen. Blick und die Technologie kennenzulernen ist am 21.10.2023 in Fürth, Nürnberg und Erlangen möglich, wo Technik, Chemie oder andere Materialien oder Stoffe auf die BesucherInnen warten. 18 Uhr bis 1 Uhr ist die 11. Lange Nacht der Wissenschaft 2023 mit Shuttlebusse kommt ihr überall hin in der Nacht. Auch für die Kinder und Jugendliche wird ab 14 Uhr bis 17 Uhr was geboten. An der Wissenschaft die 11. Lange Nacht der Wissenschaft von 17 bis 1 Uhr. Ja, ich freue mich schon riesig, dass die Lange Nacht der Wissenschaft wieder vor Ort ist in Fürth, Nürnberg und Erlangen. Es ist nicht mehr weit hin, sogar 1,5 Wochen bis dahin. Und ich bin gespannt, was uns dieses Mal so auf uns erwartet. Ja, schaut gerne vorbei. Ein Ticket kostet regulär 19,50 €. Das heißt, ihr könnt 4 Kinder mitnehmen bis zu 15 Jahre. Die sind in dem Ticket mit drinnen. Wenn ihr Azubi oder irgendein Dienst macht, bekommt ihr ein ermäßiges Ticket. Das heißt, das sind dann nur 12 €, die ihr bezahlen müsst. So. Und ich freue mich schon. So. Jetzt geht echt dann weiter zum 3. Thema. Wo bist du denn? Es wird gruselig. Zum 31. Oktober 2023 ab 20 Uhr. Für irgendwo einen Zombie. Sind wir für euch am Screamen. Mit den Spielen, die eure Nerven auf die Probe stellen. Minecraft. Bei Werkzeug ist Pummelparty. Ricky und Benjamin freuen sich schon auf den Scream. Und die Gäste, die mit dabei sind. Hinter dir, Leute auf der Straße mit. Erlebt die gruseligste Nacht des Jahres am 31. Oktober 2023 ab 20 Uhr. Würdet ihr den Mut aufbringen, dabei zu sein? Wir sind Menschen, wir sind Gummibär. Ja, 31.10.2023 im Terminkalender eintragen. Und ab ja, 20 Uhr plus minus bin ich dann live auf Twitch und werde ein bisschen Halloween-Content bringen. Daher schaut sehr gerne vorbei. Und dann finde ich vielleicht hier nicht auf. Hier unten, sondern vielleicht auf einen ganz normalen Bürostuhl. Aber was da genau los ist und wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr dann ein anderes Mal. Damit habt eine schöne Woche. Wir sehen uns kommende Woche wieder bei den News der Woche 2023. Schöne Woche, schönen Tag.